So, ich habe hier noch einen Kürbis, den ich jetzt zubereite. Und zuerst habe ich jetzt hier die obere Schale abgeschnitten. Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahr alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. Und dann habe ich den auf die Brotschnittmaschine und habe den ringsrum eingeritzt. Habe dann diese Scheibe abgeschnitten, das mit der nächsten gemacht, die ringsrum eingeritzt, damit ich die Scheiben in gleicher Stärke kriege. Ich hatte auch erst gedacht, meine Brotschnittmaschine schafft das, aber nee, das ist doch dann zu schwer gewesen. Und so habe ich jetzt da zwei gleichmäßige Scheiben und die dritte Scheibe tue ich jetzt auch noch kurz anritzen. Oder ich kann es auch so probieren. So. Als nächstes kommen jetzt die Kürbiskerne daraus. So, und jetzt ist der Kürbis soweit vorbereitet. Jetzt würze ich den noch etwas. So, hier habe ich jetzt Chilisalz. Oh, wow. Und etwas Pfeffer. Jetzt habe ich hier etwas Öl drin und einen Pinsel. Damit streiche ich das Ganze jetzt hier ein. Also nur ein bisschen, gar nicht so viel. So, Teil 1 ist fertig. Das kann ich mal nach hinten packen. So, Hackfleisch, das sind jetzt 400 Gramm Hackfleisch. Das Ganze wird jetzt gewürzt. Auch mit Chili-Gewürz. Dann noch hier Salz. Dann mein Kurkuma, was ich mir in diese abgefüllt habe. So kann ich ihn besser dosieren. So, und noch weißer Pfeffer. Das kannst du so würzen, wie du das möchtest. So, dann habe ich hier noch eine Zwiebel, die ich klein gewürfelt hatte. Die kommt da rein. Und dazu ein Ei. Und das Ganze wird jetzt gut verrührt. So, jetzt habe ich hier meine Form von meiner Heißluftfritteuse. Und da kommen die jetzt rein. Jetzt sehe ich, die passen gar nicht alle rein. Dann mache ich jetzt nur die zwei. Dann fülle ich erstmal die beiden. So, wir sind eh nur zu zweit. Da langen wir die beiden. Und mit denen mache ich jetzt Folgendes. Mache ich jetzt kurze. So, fertig. Kommt das jetzt alles in die Heißluftfritteuse. 180 Grad, 15 Minuten und dann schaue ich weiter. Das Hackfleisch habe ich jetzt noch übrig und das verarbeite ich anderweitig weiter. So, ich habe also mit der Gabel mal probiert. Das geht wunderbar rein. Man sieht es auch, wenn ich so mal runterdrücke, dass der Butter zart ist, butterweich. Das Hackfleisch sieht man auch, dass es ideal ist. Stadtgabel, Messergabel sind da und es wird angeschnitten. So sieht das Hackfleisch schon drin aus. Richtig lecker, richtig toll. Und die habe ich auch schon probiert. Die sind butterzart. Das siehst du schon. Also kannst sie mit der Schale essen. Sollte dir zu hart sein, aber du siehst, sie ist so weich. Also dann kannst du doch abmachen. Aber brauchst du nicht. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.